Ich freue mich sehr, dass Sie sich wieder reingeklickt haben bei uns, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Nachtvorlesung nachgefragt. Sie kennen es hoffentlich schon. Jede Woche gibt es von uns ein neues Video, und zwar die Zusammenfassung einer unserer hanseatischen Nachtvorlesungen. Jede Vorlesung, die wir halten, die wird hier nochmal genauestens besprochen, damit Sie auch wirklich nichts verpassen, selbst wenn Sie bei der hanseatischen Nachtvorlesung nicht dabei sein konnten. Heute wollen wir uns mal dem Thema Bypass-Operation live zuwenden. Und das live, das erkläre ich gleich noch, warum der Zusatz dabei ist. Bei mir ist heute Dr. Ralf Bader, leitender Herzchirurg der Kardioklinik Hamburg in Eimsbüttel. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo. Hallo, danke. Herr Dr. Bader, unsere hanseatischen Nachtvorlesungen, die sind ja immer interessant, wage ich mal zu behaupten. Aber bei Ihnen, wenn man zu Ihrer Vorlesung gekommen ist, dann ist das, glaube ich, ein unvergessliches Erlebnis gewesen. Denn Sie haben Live-Bilder von einer Operation dort eingespielt, und zwar von einer Bypass-Operation, die Sie durchgeführt haben. Und die Besucher konnten Ihnen sozusagen direkt, als wären Sie dabei gewesen, über die Schulter schauen. Warum diese etwas ungewöhnliche Methode, die ja super ist? Ja, ich denke, vor 10, 15 Jahren wäre das vielleicht gar nicht möglich gewesen, dass man live Operationen zeigt. Aber die Patienten sind im Grunde ja immer interessierter und auch informierter über die Medien, über Internet. Und es kommen viele Nachfragen von den jetzigen, heutigen, zurzeit Patienten, die sagen, können wir mal so eine Operation sehen? Mhm. Kann ich meine eigene vielleicht sogar auf CD haben? So. Für den Familienabend ja, so statt eines Dia-Vortrags so, wird dann, genau. Oh Gott. Ja. Nein, und so kommt es, dass man eben allein das erstmal gedanklich möglich macht dann tatsächlich. Mhm. So. Wir wollten natürlich mit unserer Veranstaltung auch zeigen, wie wir es machen, um vielleicht auch Ängste zu nehmen, vorzubereiten, Fragen zu beantworten für die Patienten. Konnte das denn jeder gut vertragen, der da hingekommen ist, oder sind Ihnen auch welche vom Stuhl gekippt? Ich war ja nicht im Auditorium, ich habe immer nur positive Nachrichten bekommen. Allerdings war natürlich auch, das war auch spannend für einige. Ich habe gehört, dass einige schon die Luft angehalten haben dann und haben gesagt, oh Gott, jetzt muss das Herz wieder schlagen, und tut es das auch. Und dass die Reaktionen können so oder so sein. Aber ich denke, die Patienten, die da saßen, waren ja auch interessiert. Und ich glaube, das haben wir befriedigen können. Das ist wirklich toll, denn besser kann man ja auch Menschen, denen vielleicht so eine Operation bevorsteht, überhaupt nicht darauf vorbereiten. Die sehen ja also wirklich millimetergenau, was da passiert. Ne? Ja, sie sehen manchmal sogar besser als ich, weil die Vergrößerung manchmal noch größer ist als meine Lupenbrille. Mhm. Und man muss auch sagen, viele Patienten haben eine ganz falsche Vorstellung von der Operation. Ne? Also wenn in den Patientengesprächen erkennt man, dass die Patienten sagen, ist das wie beim Schlachter, spritzt da Blut, ist das alles, also stellen sich ganz fürchterlich vor. Die kann man dann auch beruhigen. Kann man beruhigen, man kann sagen, man kann es ja auch zeigen, dass es eben eine sehr ästhetische Operation ist, dass sehr blutarm operiert wird. Manchmal ja sogar im Grunde langweilig, weil wir bewegen uns kaum, wir nähen mit ganz feinen Fäden, die man mit dem bloßen Auge ja gar nicht erkennt im Grunde. Und dann entsteht so eine Situation, das Herz schlägt oder schlägt nicht, es ist alles ruhig, es ist keine Hektik und es fließt kein Blut, spritzt nichts. Das kann schon beruhigen, aber das Außenrum, das kann natürlich auch beunruhigen. Aber in dem Fall gefällt uns das langweilig, glaube ich, ganz gut. Ne? Eine der wenigen Situationen. Ja. Für alle, die bei der hanseatischen Nachtvorlesung nicht dabei waren, was passiert denn genau bei so einer Operation, bei einer Bypass-Operation? Die Patienten leiden an einer koronaren Herzkrankheit. Das heißt, die Kranzgefäße des Herzens sind an ein oder mehreren Stellen verengt, verstopft, und das Blut, das Herz selbst mit Sauerstoff versorgen soll, kommt nicht richtig zum Herzmuskel. Und man muss diese Engstellen überbrücken mit einem Bypass, mit einem Überbrückung. Und die legt man eben intraoperativ an, diese Überbrückung. Wann ist denn eine Operation wirklich sinnvoll? Denn es gibt ja auch andere Methoden. Ja. Wie immer gibt es unterschiedliche Schweregrade der Erkrankung. Man therapiert üblicherweise erstmal medikamentös. Wenn sie dann schlimmer wird, kommen die Patienten zum Kardiologen, zum interventionellen Kardiologen, der dann einen Katheter setzt. Und dort im Katheter sieht man dann genau, an welchen Stellen eigentlich Engstellen vorliegen.
Und dort wird auch geplant, das weitere Vorgehen, ob man das jetzt zum Beispiel mit, ob man die Engstellen aufdehnen kann und Gefäßhülsen einsetzen kann, sogenannte Stents, oder ob es eben so dramatisch oder so viele Gefäße betroffen sind, dass man nicht mehr helfen kann mit Medikamenten oder mit diesen Stents und dass man eben operieren muss. Mhm. So. Also das ist immer sozusagen der Worst Case, wenn es schon so und so schlimm ist oder so und so weit vorangeschritten? Ja, vielleicht nicht ganz so Worst Case, sondern es gibt eben auch Engstellen, die sind für den Kardiologen ungünstig aufzudilatieren. Nun, weil sie so weit weg liegen, weil sie so verkalkt sind, weil sie in der Biegung liegen. Da kann es sein, dass die Gefahr, dass man bei dem Stand etwas kaputt macht, größer ist, als wenn man das operieren würde. Okay. Und der Patient hat dann eben ein viel größeres, niedrigeres Risiko. Also man muss abwägen. Man muss zusammen mit dem Kardiologen abwägen, wann ist das jetzt indiziert und wann nicht. Es gibt ganz eindeutige Indikationen zur Operation. Also es gibt ganz eindeutig, dass man sagt, das ist eine Indikation zur Operation. Zum Beispiel die Hauptschamstenose. Das ist, wenn gewissermaßen an dem einen Kranzgefäß ganz zu Beginn eine Engstelle ist. Wenn man da dilatieren würde und es kommt zu einer Verletzung, würde das so akut dramatisch sein, dass der Patient so hochgradig gefährdet ist, dass man sagt, das sollte man lieber operieren. Verstehe. So. Wenn es dann zu einer OP kommt oder das der richtige Weg ist aus Ihrer Sicht, wie führen Sie die dann genau durch? Und an dieser Stelle können wir ja vielleicht auch mal einige Bilder von der Operation einblenden. Wir müssen den Brustkorb auftrennen. Das ist immer das Ereignis für den Patienten, die Vorstellung, man öffnet den Körper. Ja, ist schon komisch, ne? Muss nun sein. Im überwiegenden Fälle öffnet man den Knochen ganz. Das heißt, man hat auch dann einen Hautschnitt über die Länge und öffnet den Knochen. Der wird richtig durchgesägt. Das ist auch immer so eine Vorstellung, oh Gott, wie kriegen Sie den Schlachter. Knochen? Ja, Schlachter. Ja, ja. Nee. Auch dafür gibt es eine feine Säge, die das ganz fein säuberlich macht. Also der wird aufgesägt und dann kann man, weil ja der Brustkorb gelenkig ist, relativ einfach eine Öffnung aufsperren, die so 10 cm, so breit wie mein Jackett etwa ist. Darf ich kurz zwischenfragen? Ich finde das so interessant. Der Brustkorb ist gelenkig. Ich als Laie würde denken, wieso Knochen? Die brechen doch irgendwie. Beim Atmen, aber 10 cm, das ist doch ganz schön. Ja, das ist wirklich bei dem einen oder anderen, gibt es natürlich dann Stress in der Wirbelsäule, an den kleinen Gelenken. Das macht dann auch nachher, nach der Operation, die Beschwerden vielleicht am Rücken. Okay. Deswegen haben wir Physiotherapeuten dann in der Behandlung, die das dann wieder lockern. Auch das lange Liegen macht quasi Verspannungen am Rückgrat, am Hals. Das kommt, das ist richtig. Aber 10 cm ist nicht so weit. Das öffnet sich relativ einfach. Da muss man nicht große Gewalt anwenden. Also Sie können einfach mit beiden Händen das dann so? Das kann man relativ. Ich möchte es jetzt nicht ausprobieren, aber ich glaube Ihnen das mal. Öffnen und dann liegt gewissermaßen das Herz direkt vor Ort in der Tiefe. Mhm. Natürlich umgeben von einem Herzbeutel, den man auch öffnet. Und wenn man den Herzbeutel eröffnet hat, dann hat man das Herz gewissermaßen wie in einer Schale, schlagend vor sich. Und je nach Operation, Bypass-Operation, Klappenoperation, bereitet man dann bestimmte Dinge vor. Bei der Bypass-Operation werden vorher die Adern, die man verwendet für die Bypässe, vorher präpariert. Also zunächst präpariert man die linke und die rechte Brustwandarterie, die sich an den Rippen innen befindet. Mhm. Etwa 2 cm vom Schnitt seitlich innen an den Rippen entlang für diese Ader, die man dann, wenn der Thorax eröffnet ist, von innen unten loslösen kann. Man löst sie los von der Wand und das Besondere ist, man lässt sie oben, wo sie entspringt, lässt man sie dran, schneidet man sie nicht ab, sondern nur unten und kann sie dann umleiten und aufs Herz nähen. Mhm. Dann hat man schon einen Bypass.
Genau, umgeht die verstopfte Stelle oder die verengte Stelle. Genau. Und wir haben das so entwickelt, dass wir die zweite Mammaria, so heißt das Gefäß, auch benutzen. Nur die rechte Seite ist meist zu kurz, weil das Herz doch etwas mehr links liegt. Deswegen nehmen wir es ab, nehmen wir diese Ader ganz raus und nähen sie künstlich an dieses andere Gefäß quasi dran. Mhm. Ein sogenanntes T-Graft, wie wir nennen, weil das T-förmig angenäht wird. Mhm. Und mit diesem Konstrukt, dass wir eben eine Ader haben, die ihren Ursprung hier oben hat und sich dann vergabelt, können wir auf der Vorderwand des Herzens und auf der Hinterseite des Herzens Bypass legen. Ja. Also diese Vorbereitung kommt zunächst und dann entscheidet man, ob man die Herz-Lungen-Maschine einsetzt oder nicht. Und wann muss man sie einsetzen und wann nicht? Bei der Bypass-Operation hat man die Möglichkeit, auf die Herz-Lungen-Maschine zu verzichten. Bei anderen Operationen, zum Beispiel Klappenoperationen, muss man sie einsetzen, weil man da ja gewissermaßen das Herz aufschneidet. Mhm. Und deswegen muss man das Herz ruhig stellen und auch die Pumpfunktion des fließenden Blutes aufrechterhalten. Bei der Bypass-Operation ist es so, die Kranzgefäße liegen ja auf dem Herzen. Nicht im Herzen, sondern auf dem Herzen. Und die kann man letztendlich bei schlagendem Herzen eröffnen und quasi mit einem Bypass versorgen, ohne dass man das Herz gewissermaßen durch die Herz-Lungen-Maschine überbrückt. Ist das denn vielleicht bei Risikopatienten oder wo eine Gefahr besteht, dass das Herz da aufhört zu schlagen? Es ist besonders wichtig bei Patienten, die keine Herz-Lungen-Maschine vertragen, das heißt durch weitere Begleiterkrankungen. Mhm. Es gibt Patienten, die haben sehr verkalkte, große Schlagadern, Porzellanaorta, wo es dann kaum möglich ist, die Herz-Lungen-Maschine dort an der Stelle dann auch anzuschließen. Sind insofern für eine Herz-Lungen-Maschine vielleicht sogar inoperabel. Solche Patienten profitieren davon, dass es Techniken gibt, eben ohne Herz-Lungen-Maschine zu operieren. Mhm. So. Wir prüfen erstmal, ob das Herz sich gut manipulieren lässt. Also während der OP entscheiden Sie erst, ob die zum Einsatz kommt, die Maschine, oder nicht? Weil im Normalfall können wir immer mit Herz-Lungen-Maschine operieren. So. Und die Herz-Lungen-Maschine ist auch das Netz, weil wir haben Zeit, wir haben Ruhe, das Herz schlägt nicht, wir können überall hin. Mhm. Das ist viel entspannter, als wenn man jetzt am schlagenden Herz arbeitet. So. Was ist denn, wenn Sie sich da mal mit dem Finger verschneiden? Oder das passiert Ihnen wahrscheinlich nicht, dass Sie da mal beim schlagenden Herzen irgendwie abrutschen? Nein, Sie müssen sich das so vorstellen. Sehen Sie, ich bin auch so ein Laie, der so Fantasien hat. Aber wahrscheinlich auch einige Zuschauer von uns. Sie müssen sich das so vorstellen, dass auch das schlagende Herz ruhig gestellt wird. Lokal. Es gibt eben Greifarme mit Plattformen, die lokal gewissermaßen das ruhig stellen. Mhm. Und den Blick, den wir haben mit der Lupenbrille, der ist ja auch letztendlich vielleicht nur so groß. Und wenn wir diesen Bereich ruhig stellen... Der wird so fixiert sozusagen und drumherum schlägt das Ganze mal weiter. Kann das weiter schlagen. Und dann hat man relative Ruhe in seinem eigenen Blickfeld und außenrum schlägt das Herz. Also es ist nicht ganz so, dass das alles zappelt und man sieht so während dem Zappeln und geht hinterher, sondern das wird lokal eben auch ruhig gestellt. Und die Herz-Lungen-Maschine kommt nicht unbedingt zum Einsatz, haben Sie gesagt. Hat das für den Patienten in irgendeiner Form denn eine Relevanz oder geht es ja eigentlich nur um die Zeit während der OP und man merkt da nichts von? Die Herz-Lungen-Maschine, ist schon ein großer Eingriff in sämtliche Prozesse des Körpers, weil ja das Blut durch Fremdmaterialien, Oberflächen fließt. Also auch nach der OP merkt man, ob die zum Einsatz gekommen ist oder nicht? Also die Techniken sind so gut heute, dass das kaum spürbar ist. Aber in Grenzsituationen, in Grenzfällen merkt man das schon. An Blutwerten merkt man das. Das merkt man schon. Man kann das vielleicht nicht ganz abmachen, ob ein Patient jetzt einen halben Tag länger oder kürzer auf Intensivstation ist. Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber für den individuell gesehen kann man das planen und hat das auch Vorteile, ohne Herz-Lungen-Maschine zu operieren. Mhm. Wie lange dauert so eine Bypass-OP? Ist das sehr unterschiedlich oder kann man das schon einigermaßen genau sagen? Ja. Also es ist sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie man es macht, welche Adern man verwendet,
Es kann schwierig sein, die Anzahl der Bypässe sind unterschiedlich. Man kann sagen, es dauert zwischen 2 bis 4 Stunden vielleicht. Mhm. So. Und wenn die OP vorbei ist, wie kommt der Patient am besten psychisch auch und physisch wieder auf die Beine? Ja, also der Patient bleibt etwa einen Tag auf Intensivstation und bleibt etwa 8 Tage, 2 Wochen auf der Normalstation. Und in dieser Zeit auf der Normalstation oder direkt dann postoperativ auf der Intensivstation, dann wird er mobilisiert, wird schon an die Bettkante gesetzt, steht dann auch schon, kann auch dann schon am zweiten, dritten Tag im Zimmer umherlaufen oder zur Toilette. Je nach Patient ist es individuell unterschiedlich. Manche brauchen länger, manche Patienten sind schon am zweiten Tag so fit, dass man sagt, Der Marathon muss noch ein bisschen warten, sagen Sie dann so, wahrscheinlich. Genau. Ja. Also es ist ganz unterschiedlich, abhängig vom Patienten. Witzigerweise gar nicht so abhängig vom Alter. Viele Patienten denken, oh, ich bin alt, das ist schwieriger. Also das sind auch junge Patienten, die sich vielleicht viel schwerer tun als ältere Patienten. Das kann man auch nicht sagen. Das ist unterschiedlich. Das ist interessant mit den jungen Patienten. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Gibt es da irgendwelche Statistiken, irgendwelche Werte, wie viele junge Menschen, in welchem Alter das losgeht? Oder ist das völlig individuell? Das Durchschnittsalter unserer Patienten ist gestiegen in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, fast um 8 Jahre. Wir hatten, glaube ich, vor 15 Jahren etwa ein Durchschnittsalter von 62 etwa. Heute ist es knapp 70. Wir operieren etwa 10 bis 15% über 80-Jährige. Vor 10 Jahren hatten wir ganz selten Patienten, die über 80 sind. Dann kamen immer mehr Patienten, die Klappenoperationen brauchten, die über 80 Jahre, Patienten, die älter als 80 waren, haben überwiegend dann Klappenoperationen gebraucht. Jetzt tatsächlich gibt es viele Patienten, die zur Bypass-Operation auch kommen, über 80 Jahre. Ja, also das Durchschnittsalter ist gestiegen. Sind das denn, was ja dafür sprechen würde, eigentlich Verschleißerscheinungen, die hauptsächlich eine Bypass-Operation nötig machen? Oder was sind das noch für Faktoren, die dazu führen können? Ja, also es gibt die sogenannten Risikofaktoren, also wie Rauchen und Stress und Zuckerkrankheit und Blutfette. Ernährung, ne, Körpergewicht und so weiter. Es gibt aber auch angeborene, also genetisch bedingte, wo man all diese Risikofaktoren letztendlich nicht findet, sondern auch bei meinetwegen ganz jungen Patienten, immer sportlich gewesen, nie geraucht, alle Werte sind gut, trotzdem schwere Veränderungen am Kranzsystem. Merkt man das dann in irgendeiner Weise, dass das Herz dann vielleicht nicht belastbar ist? Weil Sie gerade sagten, vielleicht Sport gemacht. Man muss das doch irgendwie merken, dass es dann da Schwierigkeiten gibt. Genau, die Patienten merken das schon. Also sie merken, dass sie bei Belastung nicht mehr so können wie vorher. Bei den älteren Patienten ist es ja auch so ganz typisch, dass sie, je älter sie sind, glauben, dass es nur etwas mit dem Alter zu tun hat. Und sagen auch, ich kann halt jetzt nicht mehr so, früher ging das noch, ich bin alt geworden. Gerade bei den Klappenpatienten, das ist jetzt nicht das Thema, aber das ist ganz besonders wichtig für Patienten, doch zum Arzt zu gehen und sich mal untersuchen zu lassen, weil man ja helfen kann tatsächlich. Und das nicht nur aufs Alter schiebt. Also es ist schon so, dass man zwar im Alter dann auch schwächer wird, aber durchaus kann da auch eine Erkrankung dahinter stehen, die man behandeln kann. Also ein Leistungsknick zum Beispiel, oder ein immer schwächer werden, wie zum Beispiel Fahrradfahren. Früher konnte ich noch gut Fahrrad fahren, jetzt muss kann ich nicht mehr. Muss nicht am Alter liegen. Muss nicht am Alter liegen, sondern kann seine Ursachen haben. Das ist sehr interessant, weil das ist, höre ich nahezu in jeder Sendung, die ich hier mit den Chefärzten mache, dass am Ende immer so ein bisschen der Appell steht, liebe Patienten, werden Sie selber aktiv, fragen Sie nach. Und weil man kann sich um viel mehr wahrscheinlich kümmern und dadurch viel mehr für die eigene Gesundheit tun, als wenn man einfach resignieren würde und das noch mal aufs Alter schiebt. Also das können wir hier immer in jeder Sendung irgendwie sagen, dass sich das lohnt. Zum Schluss würde ich gerne noch mal was ganz Pragmatisches wissen. Wie lange hält denn so ein Bypass? Das ist auch eine gute Frage. Deswegen haben wir unser Verfahren auch umgestellt letztendlich. Das ist auch das, weswegen wir diese Live-Operation gemacht haben und was wir zeigen wollten. Früher
hat man Mammarien genommen, eine Arterie, und Venen dazu gemischt. Hauptsächlich war das das Standardverfahren. In den letzten Jahren konnte man zeigen, dass die Venen zu Verschlüssen neigen. Nach zum Beispiel 10 Jahren sind so ca. 40-50% dieser Venen wieder verschlossen. Mhm. Das liegt zum Teil daran, dass diese Venen ja gar nicht gebaut wurden für unseren Hochdruck. Sie sind ja in einem Niederdrucksystem im Bein. Mhm. Also überlastet quasi. Und sind quasi überlastet. Die Wand baut sich mit der Zeit um unter dem Druck. Und so kann es dazu kommen, dass insgesamt diese Bypassvenen sich wieder verschließen. Es gibt natürlich noch 1000 andere Gründe. Aber das ist herausgekommen, statistisch, dass eine Ader, diese Arterie, die Mammaria, eben viel, viel länger hält, bis hin zum lebenslang hält. Mhm. So. Und es gibt auch einen deutlichen, und das ist jetzt das Entscheidende, es gibt einen Überlebensvorteil. Man hat da zwei Gruppen gemacht und geguckt, ob nicht nur die Bypässe länger offen sind, sondern ob es einen Überlebensvorteil gibt. Und es gibt tatsächlich nachweisbar in der Gruppe derer, die zumindest eine Ader hatten, einen deutlichen Überlebensvorteil zu der Gruppe, die nur Venen als Bypässe haben. Und das ist so der Hintergrund der Entwicklung, dass man sagt, vielleicht sollte man alles nur mit Arterien machen. So. Und das war auch unser Startpunkt, zu sagen, okay, wir versuchen einmal eine Technik zu entwickeln, wo wir möglichst sicher zu nahezu 100% jedem Patienten das anbieten können, auf Venen zu verzichten. Und das haben wir auch gezeigt in dem Film. Sieht man, wie man die Arterien hier fein säuberlich entnimmt, wie man das T-Kraft näht und wie man dann eben nur mit Adern 4, 3, 2 Bypässe näht. Und im Idealfall ist die erste dann auch die letzte Bypass-Operation. Genau. So soll es sein. Wunderbar. Herr Dr. Bader, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren und uns ein bisschen erläutert haben und sehr veranschaulicht haben, wie so eine Bypass-Operation läuft. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich auch für das Interesse. War ja wirklich sehr, sehr anschaulich, was wir heute gesehen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder an gleicher Stelle hier bei www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Sie können sich übrigens auch auf unserer Seite, wenn Sie es noch nicht entdeckt haben, alle Sendungen, die wir bisher aufgezeichnet haben, anschauen. Das geht ganz einfach mit einem Klick, so wie Sie es bei dieser hier auch gemacht haben. Wir haben sie ja alle untereinander gestellt. Und wir haben auch eine Terminliste für Sie jetzt dazu gestellt, wo alle Themen und Termine der nächsten folgenden hanseatischen Nachtvorlesungen stehen. Da können Sie sich dann überlegen, welche Themen Sie interessieren und wo Sie mal vorbeischauen möchten. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, Sie dort zu begrüßen und auch hier wieder in einer Woche. Dankeschön und tschüss.